Servus Leute, zurück zu Grey Goo und willkommen zur Mission 5, der finalen Mission der Menschenkampagne, das Terminal. Wir haben ja letztes Mal Saruk, also dem Beta-Kommandanten, geholfen, die Zivilisten zu befreien oder zu evakuieren. Und jetzt haben wir eigentlich die Hoffnung, dass es sich auszahlt, oder? Sind wir jetzt Verbündete? Haben wir ihm jetzt bewiesen, dass wir gar nicht so schlecht sind, wie er angenommen hat? Alles ein Missverständnis? Wir sind eigentlich friedliche Entdecker und sowas? Oder wie sieht es jetzt aus? Das Terminal. Los geht's. Er sagt, die übrigen Gu-Massen haben Zuflucht in dieser Anlage dort gefunden. Wo die Beta ihren größten Vorrat an Katalyst aufbewahren. Gut. Jetzt müssen wir nur noch das Katalyst dort in die Luft jagen, um das restliche Gut zu vernichten. Die Zerstörung des Beta-Katalyst wäre ein herber Rückschlag für Saruks Volk. Aber uns bleibt keine andere Wahl. Weder uns noch ihnen. Saruk? Afisu du bedo. Damit ihr Plan funktioniert, muss der Sprengmechanismus im Innern der Anlage deponiert werden. Und er bietet an, das zu übernehmen? Nein. Ich übernehme das. Wenn Sie Ihre Hauptstreitkräfte hierher holen, muss das Gu darauf reagieren. Das wird es lange genug ablenken, damit ich die Anlage betreten und den Mechanismus aktivieren kann. Das gefällt mir gar nicht, Singleton. Ich habe schon viel Schlimmeres durchgemacht, Lucy. Und ich bin immer wieder zurückgekommen. Damit andere leben konnten. Damit wir leben können. Du, ein Märtyrer. Sehr gut. Saruk sagt, er sei bereit. Meine Eingreiftruppe ist auch klar. Wenn wir gut durchkommen, sollten wir auch zu Fuß schnell dorthin und wieder zurückgelangen. Ich kann einen Weg für Singleton freimachen. Aber ich werde ihn nicht am Gu beim Terminal vorbeischleusen können. Saruk und ich werden das ablenken. Singleton, rein und wieder raus. Das ist unsere beste Chance, alles Gu auf einmal zu erwischen. Eine Hauptbasis der Gu. Voller Gu. Aber wir sind verbündet. Das könnte interessant werden. Eingreifstruppe. Wir, Saruk, drei Fraktionen gegen das Gu. Vernichtet sie! Die Beta sind einverstanden, ihr letztes verbleibendes Katalyst zu opfern, um das Gu ein für alle Mal zu vernichten. Singleton wird einen kleinen Trupp ins Terminal führen, um mit Redgraves Hilfe die Selbstzerstörung einzuleiten. Lucy und Saruk müssen zusammenarbeiten, um den äußeren Wächter vom Terminal wegzulotsen und Singleton die Zeit zu verschaffen, seine Mission abzuschließen. Wenn erfolgreich, wird das Gu aufgehalten. Obgleich es die Beta ihre Möglichkeit kosten wird, den Planeten zu verlassen. Okay. Aber wieso? Katalyst? Also, Sprudel doch überall. Wo ist da das Problem? Den Wächter. Warte mal, Wächter? War das nicht die epische Einheit der Gu? Gut, das ist weniger als erwartet. Aber nicht viel. Redgrave ist ein... Saruk ist bereit. Viel Glück, Commander. Steuere ich auch seine Base? Oder macht er das schon selbst? Ah, er macht selbst. Geil. Boah, eine Koop-Mission. Das liebe ich. Ich liebe Koop-Spiele. Beginne mit Konstruktion. Dreizack online. Ich liebe Koop. Zerstören Sie das Gu und verteidigen Sie Beta-Hauptquartier. Koop. Mom hat das Alpha-Muster in den Fabrikator eingegeben. Endlich. Mal sehen, wie diesem Gu richtige Feuerkraft schmeckt. Richtige Feuerkraft. Sofort. Extraktor fertiggestellt. Ich brauche bloß so eine Basis. Konstruktion läuft. Das reicht mir vollkommen. Dreizack bereit. Im Transit. Vermutlich will ich jetzt dorthin. Hier die Ressource und eventuell auch dort noch.
Fabrik fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Erstmal brauche ich hier ein paar Truppen. Einheit in Produktion. Leitungskreuz fertiggestellt. Leitung fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Oh, 13er, ja, das will ich auf jeden Fall. Hallo, Commander. Finde ich cool. Der kontrolliert sich komplett selbst. Vielleicht kommt er auch alleine ganz klar. Verstanden. Aber wahrscheinlich nicht. Sonst hätte ich nicht die Aufgabe, ihn zu verteidigen. Oder es ist einfach bloß sicherheitshalber, damit ich ihn verteidige. Auf den Plätzen sind so komische Stopfen. Ist nicht gut, nicht gut. Da kommen doch normalerweise Gegner raus, oder? Einheit bereit. Einheit in Produktion. Was kann ich für Sie tun? Kurs berechnet. Wegfindung. Das Gu scheint so eine Art Bunker errichtet zu haben. Ich rate zu seiner Zerstörung, jedoch auch zur Vorsicht, da das Material ätzend ist. Visier bereit. Das Material ist ätzend. Extraktor fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Einheit bereit. Einheit in Produktion. So, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Leitungen. Leitungskreuz fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Beginne mit Konstruktion. Das muss reichen an Leitungen. Konstruktion wird wieder aufgenommen. Leitungskreuz fertiggestellt. Noch ist alles recht friedlich und ruhig. Leitungskreuz fertiggestellt. Leitung fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Leitung fertiggestellt. Leitungskreuz fertiggestellt. Dass die Raffinerie so viel schluckt. Oh, ich bin dafür, die machen Raffinerien günstiger. Einheit bereit. 400 oder so. Können wir schneller bauen. Produktion. Gruppe in Bewegung. Koordiniere Bewegung. Einsatzbereit. Ich habe übrigens jetzt den Soundtrack mir mal genauer angehört. Ziemlich geiler Stuff. Muss ich schon sagen. Das gefällt mir sehr extrem. Raffinerie fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Ich hoffe, er kümmert sich auch um mehr Ressourcen. Extraktor fertig. Und um eine gute Verteidigung. Nicht nur hier, ja, er baut auf jeden Fall irgendwas. Das Gu verhält sich noch Einheit ruhig. Bereit. Einheit in Produktion. Am liebsten würde ich ja. Oh. Da ist irgendwas. Raffinerie fertiggestellt. Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. Beginne mit Konstruktion. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Extraktor dafür habe ich doch Truppen. Angegriffen. Gruppe in Bewegung. Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine. Komm an die Schwerwächter schneller. Anti-Schwerwächter fertiggestellt. Yes. Einheit wird angegriffen. Gerade rechtzeitig, würde ich sagen. Maschine wird angegriffen. Einheit bereit. Extraktor wird angegriffen. Koordinieren Beschuss. Gut. Zwei Anti-Schwerwächter. Erntemaschine wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Extraktor wird angegriffen. Einheit bereit. Leitungskreuz fertiggestellt. Überall kommen jetzt Anti-Schwerwächter. Konstruktion. Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. Nein, meine Truppen sind zerstört worden. Beginne mit Konstruktion. Extraktor wird angegriffen. Das ist aber garstig. Erntemaschine wird angegriffen. Anti-Schwerwächter fertiggestellt.
Extraktor wird angegriffen. Anti-Schwerwächter fertiggestellt. Leitungskreuz. Beginne mit Konstruktion. Anti-Schwerwächter fertiggestellt. Und mehr Anti-Schwerwächter. Angegriffen. Beginne mit Konstruktion. Leitungskreuz fertiggestellt. Dann brauche ich auch eine Panzererweiterung. Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. Beginne mit Konstruktion. Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. Die sind nervig dort unten. Das sehe ich jetzt schon. Ach, das sind Verbündete. Dachte mir schon, warum schießen die jetzt nicht? Extraktor was ist denn jetzt kaputt? Alle aufziehen! Sofort! Extraktor wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. So, ruck dich, stört es nicht viel, oder? Einheit in Produktion. Das ist ein einfacher Aufklärer wahrscheinlich. Na, wenigstens bin ich jetzt die erstmal los. Erstmal ein bisschen Ruhe. Und wir haben jetzt massenweise Ressourcen. Ein paar Silos schaden deshalb nicht. Beginne mit Konstruktion. Leitungskreuz fertiggestellt. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Und hier Extraktor dürfen jetzt gerne pausenlos Gladien hergestellt werden. Produktion. Sammelpunkt Extraktor ist bitte zerstört. Hier. Dann kann ich sie mobil in alle Richtungen schicken. Oh. Die Typen haben das zerstört. Revolver online. Anti-Schwerwächter wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Silo fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Silo fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Leitungskreuz fertiggestellt. Wieso kein Strom? Leitung fertiggestellt. Einheit bereit. Einheit das ist Madness. In Produktion. Natürlich habt ihr Strom. Und gleich auch Sicht. Dann ist es hier safe. Bitte wieder dort vorne eine Raffinerie erstellen. Anti-Schwerwächter fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Beginne mit Konstruktion. Blöd ist halt, die Belagerungseinheiten können halt auch über die Mauern drüber. Fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Einheit bereit. Leitungskreuz fertiggestellt. So, jetzt brauche ich mal eine große Fabrik. Das wird meine normale große Fabrik für Produktionen, würde ich sagen. Angegriffen. Anti-Schwerwächter fertiggestellt. Was sieht da was? Was? Leitung wird angegriffen. Anti-Schwerwächter fertiggestellt. Was war das? Wird angegriffen. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Dachte schon, die kommen jetzt bereits mit Artillerie. Erntemaschine wird angegriffen. Dumm wär's nicht. Extraktor wird angegriffen. Okay, dort unten haben sie das Teil zerstört. Und cool. Anti-Schwerwächter wird angegriffen. Beginne mit Konstruktion. Anlagen, Panzererweiterung. Beginne mit Konstruktion. Artillerie. Leitungskreuz fertiggestellt. Und Flug. Beginne mit Konstruktion. Luft. Einheit wird angegriffen. Große Fabrik fertiggestellt. Du könntest ein bisschen Reparatur gebrauchen, gut. Nicht das. Das brauche ich hier. Beginne mit Konstruktion. Mehr Verteidigung. Fertiggestellt. Ich möchte mich einbunkern. Beginne mit Konstruktion. Beginne ich bin so paranoid, Konstruktion. Ich glaube, dass die irgendwann über die Mauer kommen. Deswegen gleich mal auch hier was hinstellen. Gladius online. Habe ich jetzt was Kleines hier. Panzererweiterung fertiggestellt.
Die Artillerieerweiterung, auf die habe ich gewartet. Lufterweiterung fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Leitungskreuz fertiggestellt. Anti-Schwerwächter fertiggestellt. Extraktor wird angegriffen. Beginne mit Konstruktion. Extraktor wird angegriffen. Ja, ich sehe es. Erntemaschine wird angegriffen. Mist, da komme ich nicht rechtzeitig hin. Reparatur läuft. Erntemaschine wird angegriffen. Der zumindest. Oder baut sogar Mauern. Ich glaube, um den muss ich mich nicht so sehr kümmern. Artilleriewächter fertiggestellt. Extraktor zerstört. Außer sie kommen dadurch. Natürlich. Einheit wird angegriffen. Artilleriewächter fertiggestellt. Geschafft. Nur weiter. Gladius bereit. Beginne mit Konstruktion. Extraktor wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Extraktor wird angegriffen? Einheit bereit. Welcher Extraktor? Einheit in Produktion. Gab's da eine Splittersalve? Extraktor fertiggestellt. Hier kommt jetzt. Alle Visiere auf Ziel gerichtet. Einheit wird angegriffen. Anti-Schwerwächter wird angegriffen. Am Boden. Konzentrieren. Und das waren die Belagerer, die sie gerade machen wollten. Was? 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 Was war das? Woher? Einheit wird angegriffen. Was zum Teufel? Einheit Reparatur. Bereit. Energiesystem. Beginne Panzertech Upgrade. Sensen. Beginne Lufttech Upgrade. Und hier. Wächteranlagen reparieren sich, das ist nice. Aber ich glaube, Extraktoren ist gerade ein bisschen besser. Dass die sich reparieren, darum kümmere ich mich halt. Darum werde ich mich schon kümmern. Die Maschine wird angegriffen. Beginne mit Konstruktion. Extraktor wird angegriffen. Ich mache hier einfach massenweise Artilleriewächter und dann kümmern die sich schon um die Verteidigung davon. Beginne mit Konstruktion. Leitungskreuz so, die Fabrik macht noch gar nichts. Das wollen wir nicht so belassen. Erstmal ein paar Beobachter. Darauf. Ja, die kann ich gut gebrauchen. Beginne mit Konstruktion. Leitungskreuz fertiggestellt. Extraktor wird angegriffen. Leitungskreuz fertiggestellt. Schön hier. Beginne mit Konstruktion. Luftpads bauen. Einheit bereit. Für eine mobile Eingreifstruppe. Einheit in Produktion. Ich liebe mobile Eingriffstruppen. Einheit wird angegriffen. Den haben sie aber ganz schön bereit. Zerlegt bereits. Fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Leitungskreuz fertiggestellt. Luftpad fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. Da hier ja einer mal durchgeschlüpft ist. Einheit wird angegriffen. Auch hier eine Verteidigung. Beginne mit Konstruktion. Artilleriewächter noch ein. So, jetzt habe ich keine Kohle mehr. Leitung fertiggestellt. Einheit bereit. Einheit wird angegriffen. Ich glaube, dadurch, dass die von einer niedrigeren Position hier raufkommen, ist das ein ziemlich entscheidender Vorteil. Die sehen mich schlechter und. Artilleriewächter fertiggestellt. Von wo schießen die? So weit hinten? Respekt. Anti-Schwerwächter fertiggestellt. Reparatur läuft. Schön doppelte Leitung. Das ist gar nicht mehr so dumm. Das ist wirklich nicht dumm. Beginne mit Konstruktion. Leitungskreuz. Okay, jetzt habe ich das Problem, dass es mir Einheit Geld fehlt. Warte mal, die Extraktoren sollten sich doch. Ach, ist noch nicht fertig. Okay.
Leitung fertiggestellt. Beobachter online. Ja. Beobachter bereit. Die Beobachter sollen eigentlich bloß hier alles sichtbar machen. Genau, damit sowas schneller angreifen kann, zum Beispiel. Lufttech-Upgrade abgeschlossen. Die haben einen wunderschönen Sichtradius, meine ich natürlich. Angegriffen. Einheit verdammt. Einheit in Produktion. Konjunkturtech. Ernsthaft? Ein Angriff reicht vollkommen? Um meine komplette Armee, die ich da gelagert habe, zu zerstören? Dann wird sie hier gelagert. In Alarmbereitschaft. Darauf habe ich echt keinen Bock. Einheit in Produktion. So, mobile Eingreifstruppen. Einheit bereit. Mein Verbündete, für den ist auch die mobile Eingreifstruppe, falls der Hilfe braucht. Ja. Silos. Sehe ich gerade. Könnte ich ein paar gebrauchen. Beginne mit Konstruktion. Beginne mit Konstruktion. Beginne mit Konstruktion. Außerdem Anti-Luftwächter. Nein, wartet. Gu. Greifen? Gu aus der Luft an? Beginne mit Konstruktion. Ich wüsste nicht, dass sie irgendwelche Einheit Lufteinheiten bereit. Haben. Einheit in Produktion. Ich mache es trotzdem mal sicherheitshalber. Beginne mit Konstruktion. Einheit wird angegriffen. Oh, das finde ich doch. Oh, schaut euch an, wie. Oh, geil! Alles dev-mäßig. Silo fertiggestellt. Silo fertiggestellt. Einheit so, die Silos bereit. Sind fertiggestellt. Dadurch wird die Ressourcenproduktion schon relaxter. Bei den Tech-Upgrades. Annäherungsminen. Dolche können sich tarnen, Beobachter können sich paaren. Du bist Beobachter, oder? Einheit bereit. Getarnte Beobachter? Das erspart mir einiges. Detektorwächter. Was brauche ich dafür? Was ist das für ein Gebäude? Ach ja, natürlich, ja, die Tarnerweiterung. Beginne mit Konstruktion. Extraktor wird an nicht identifizierter Gu-Klumpen entdeckt. Er bewegt sich in unsere Richtung. Extraktor wird angegriffen. Nicht identifizierter Gu-Klumpen entdeckt? Lass mich raten, das ist nicht gut. Extraktor wird angegriffen. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Einheit bereit. Das ist ein Gu-Klumpen, würde ich mal sagen. Erntemaschine wird angegriffen. Extraktor wird angegriffen. Tarnerweiterung fertiggestellt. Extraktor wird angegriffen. Extraktor zerstört. Einheit wird angegriffen. Die schlüpfen da alle durch. Kann ich da eigentlich... Werde angegriffen. Abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Nee, ich könnte nicht mal, wenn ich wollen würde. Einheit in Produktion. Da was hinmachen. Beginne mit Konstruktion. Jetzt muss ich natürlich da aushelfen, weil die sind bei mir durchgeflutscht. Ah, ich kann mich bloß da oben verstecken. Standort erreicht. Verbündeter wird angegriffen. Extraktor fertiggestellt. Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. Da unterstützen wir mal unseren Verbündeten. Panzerung kompromittiert. Einheit bereit. Und alles ist cool. Einheit in Produktion. Formation im Vormarsch. Nee, lieber nicht. Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. Leitungskreuz zerstört. Beginne Tarntech-Upgrade. Leitungskreuz zerstört.
Einheit wird angegriffen. Was ist hier los? Die Maschine wird angegriffen. Was ist hier los? Beginne mit Konstruktion. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Extraktor wird angegriffen. Was? Was ist das? Extraktor fertiggestellt. Wieso? Extraktor wird angegriffen. Natürlich. Oh, das ist die ultimative Einheit von denen. Extraktor wird angegriffen. Solange er sich dort beschäftigt, ist alles in Ordnung. Erntemaschine wird angegriffen. Meine Flugeinheiten sollten gut gegen den sein. Extraktor wird angegriffen. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Extraktor wird angegriffen. Bis die natürlich hier Anti-Lufteinheiten ausbilden. Erntemaschine wird angegriffen. Nein! Erntemaschine wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Oh, welche Raffinerie sind da drauf gegangen? Die. Beginne mit Konstruktion. Extraktor wird angegriffen. Ein riesiger Gu-Klumpen. Die Epik-Einheit von denen. Einheit in Produktion. Einheit wird angegriffen. Extraktor. Schauen wir mal, ob wir eine Chance haben. Schon unterwegs. Die haben eine Epik-Einheit. Ach, das wird wahrscheinlich dieser Wächter sein. Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Aber solange der sich mit denen beschäftigt, ist alles gut. Kommen zusammen. Schon unterwegs. Nächstes. Wenn ich gerade schon mal da unten bin, habe ich nicht noch was? Einheit in Produktion. Extraktor wird angegriffen. Beginne mit Konstruktion. Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine wird komisch, angegriffen. Der Extraktor kriegt keinen Schaden. Unterstützung bereit. Standort erreicht. Sofort. Extraktor wird angegriffen. Nein, jetzt greift er die Panzer an. Erntemaschine wird angegriffen. Extraktor wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Die schieben sich in die Gu-Masse rein. Na sicher. Reiniger, die Epik-Einheit der Gu. Hülle beschädigt. Einheit wird angegriffen. Yes. Waffen schalten sich ab. Formation im Vormarsch. Gut. So, haben wir Ruhe vor dem. Okay, jetzt aber muss ich mal kontern mit meiner Epik. Dazu brauche ich eine Erweiterung, wie die Tarnerweiterung. Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. Beginne mit Konstruktion. So, dann kommen hier die ganzen. Leuchtenkreuz wird angegriffen. Artillerie hier. Ich muss Stromleitung verlegen. Leitungskreuz wird angegriffen. Nein, das passt hier nicht hin. Erweiterung fertiggestellt. Ach, verflucht, lass mich doch mal. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Extraktor wird angegriffen. Der Extraktor wird aber nicht getroffen, wie es scheint. Erntemaschine wird angegriffen. Dafür die Erntemaschine. Das finde ich interessant. Na gut. Wird angegriffen. Die sind scheinbar verbuggt. Ich beschwere mich da nicht. Extraktor wird angegriffen. Nein, kein Wächter. Dass ich die immer verwechsel. Ist die halt auch nicht anders. Einheit Tarnerweiterung. Einheit in Produktion.
Dann noch eine andere Erweiterung. Beginnen mit Konstruktion. Schwere. Müsste das hinpassen, oder? Extraktor wird angegriffen. Beginnen mit Konstruktion. Beginnen mit Konstruktion. Dann Leitungskreuz und dann Leitungskreuz. So, was habe ich jetzt? Tarn, Luft, also fehlt Artillerie. Und Artillerie und Panzer noch. Leitungskreuz fertiggestellt. Einheit bereit. Das Einzige, was halt ist, ist nervig. Leitungskreuz wird angegriffen. Aber sonst geht's. Erweiterung fertiggestellt. Reparatur läuft. Extraktor wird angegriffen. Reparatur läuft. Erntemaschine wird angegriffen. Extraktor wird angegriffen. So, Zeit, unsere Epik zu machen. Ich merke gerade, die große Fabrik macht nie was, oder? Erntemaschine wird angegriffen. Ja, die macht schon die ganze Zeit nichts. Extraktor wird angegriffen. Artillerieerweiterung fertiggestellt. Einheit bereit. Ich habe noch nie die Haubitze gemacht. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Extraktor wird angegriffen. Einheit in Produktion. So. Große Fabrik fertig werden. Große Fabrik fertig werden. Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. Große Fabrik fertiggestellt. Was? Extraktor wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. Ach, kommt schon. Wartet. Bereit. Vielleicht. Einheit in Produktion. Einheit bereit. Vielleicht klappt das Einheit so. Einheit in Produktion. Beginne mit Konstruktion. Komm, ich möchte sehen, ob das funktioniert. Wenn ja, dann muss der Antiluftwächter weichen. Leitungskreuz fertiggestellt. Leitung fertiggestellt. Was ist denn los? Extraktor wird angegriffen. Wieso funktioniert... Oh, ich hasse das. Ich habe das noch nie so richtig verstanden. Extraktor wird angegriffen. Okay, dann versuchen wir unser Glück einfach nochmal. Einheit in Produktion. Große Fabrik. Konstruktion. Erntemaschine wird angegriffen. Extraktor wird angegriffen. Leitungskreuz. Ich bin mir sicher, ich habe die große Fabrik, da ich sie schon mal so gebaut habe. So gebaut. Wird angegriffen. Anti-Schwerwächter wird angegriffen. Hierhin. Beginne mit Konstruktion. Extraktor wird angegriffen. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Ach Moment, vielleicht reicht das auch. Extraktor wird angegriffen. Vielleicht braucht die große Fabrik auch bloß einfach noch mal extra Strom. Einheit bereit. Extraktor wird angegriffen. Leitungskreuz fertiggestellt. Wenn ich lang genug warte, besiegen die Beta die schon. Maschine wird angegriffen. Panzererweiterung fertiggestellt. Extraktor Nein, funktioniert nicht. Ressourcenfeld erschöpft. Das müsste doch damit verbunden sein. Erntemaschine wird angegriffen. Extraktor wird angegriffen. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Ja, wir werden ein bisschen herumprobieren. Das ist echt schwierig. Ich habe es nur einmal in ein Gefecht hinbekommen, dass das geklappt hat. Extraktor wird angegriffen. Oh Mann. Komm, wo sind die? Übernehme die Führung. Die gehen mir. Achtung! Luftunterstützung auf den Weg. Geht mir auf den Geist. Auch wenn es so schön verbuggt ist. Eile zu Hilfe. Einheit wird angegriffen. Stehe unter Beschuss. Aua. Natürlich habe ich nicht das Tech-Upgrade ausgebildet, dass die Einheit in Produktion. Sich reparieren. Einheit bereit. Sondern, dass sie mehr schießen können. Bereit. Aber das macht nichts. So, kann ich jetzt alle Erweiterungen bauen? Sieht gut aus.
Beginne mit Konstruktion. Warte, Tarnpanzer. Tarnpanzer, Artillerie. Beginne mit Konstruktion. Und Luft. Beginne mit Konstruktion. Aber warum es hier nicht Einheit geklappt bereit. Hat, das ist doch genauso aufgebaut. Einheit in Produktion. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Erntemaschine wird angegriffen. Und jetzt ist es sogar ohne Strom. Tarnerweiterung fertiggestellt. Na gut. Oh, nein! Moment! Oh Gott! Das habe ich ganz vergessen. Erweiterung fertiggestellt. Oh Gott! Lufterweiterung fertiggestellt. Ach, ich kann jetzt keinen machen. Einheit in Produktion. Weil ich das Einheitenlimit. Oh, was? Achso, ja. Jetzt ist er in der Pipeline. Rohre ausgerichtet. Ich habe das Einheitenlimit schon längst überschritten. Der kostet ja 70 Bevölkerung. Aber ist echt relativ ruhig. Die haben zwar, ja gut, sie haben eine Epic gemacht, aber toll. Die Epic hat sich KI-mäßig schlecht verhalten und dann war alles gut. Zerstören wir mal die Gunester. Oder? Eigentlich müsste ich die jetzt schrotten. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Um was mit denen machen zu können. Also um mein anderes Ziel zu machen, weil der braucht auch 5 Minuten. Es dauert alles sonst. Einheit wird angegriffen. Koordinierung Beschuss. Schon unterwegs. Geschafft. Naja, ich glaube, da gehen sie sowieso drauf. Zum Teil zumindest. Ein Gun ist weg. Unterstützung bereit. Gehen wir auf Gu-Jagd. Ich glaube, hier oben Stand könnte was sein. Und wenn es das Nest ist. Die Beta, die breiten sich aber auch ganz gut aus. Expandieren hier überall hin. Einheit bereit. Einheit betteln sich mit dem Gu. Ich muss zugeben, die KI, die sie mir an die Seite gesetzt haben, die taugt was. Oh, jetzt verliere ich Einheiten. Und wie ich verliere. Gegen diesen Scheiß Belagerern. Konzentrieren Feuer. Abgeschlossen. Aber dafür kriege ich den Gu kaputt. Du entkommst nicht. Alle Waffen Feuer. Einheit wird angegriffen. Ja, fast habe ich sogar Einheit bereit. Die notwendigen. Einheit in Produktion. Ja, ich habe noch eine Fabrik in Produktion. Aber eine habe ich mir gedacht. Eine ist kein Problem. Ah, jetzt verliere ich noch mehr. Einheit wird angegriffen. Ausgeschaltet. Unterstützung. Ja. Weg mit diesen Nestern. Koordinieren Beschuss. Schon unterwegs. Einheit wird angegriffen. Das ist eine coole Mission. Ich mag so eher ruhigere Missionen, wo man nicht so gestresst wird wie bei den Beta. Wobei die Beta-Verteidigung war auch nicht schlecht, aber scheinbar sind die Anti-Schwerwächter deutlich bessere Türme. Als Tanks, die auf Türmen stationiert werden. Ressourcenfeld erschöpft. Das höre ich nicht gern. Schon unterwegs. Sofort. Nächstes Ziel. Dum-dum. Der wird ja sowieso automatisch produziert, sobald meine Leute zu wenig werden. Schau mal, was hier unten ist. Das war ja die Szene hier, oder hier war das Gebiet aus dem Video. Standort erreicht. Hier wird bestimmt ein Gu sein. Oder? Nein, das ist ein... Ah, dort unten ist ein Gu. Einheit in Produktion. Garstige Gu können sich einfach überall herum teleportieren und rumschleimen. Abgeschlossen. Was macht der da? Formation im Vormarsch. Schon unterwegs. Ach so, das war einer von. Ah ja. Okay. Unterstützung bereit? Ich muss aufpassen, dass ich die vernichte. Standort erreicht. Leiste Hilfe. Das sieht nämlich schlecht aus für die gerade. Prinzipiell haben wir schon gewonnen. Oh nö, ich wollte eigentlich den Alpha Einheit bauen. Bereit. Einheit in Produktion. Um euch zu zeigen, in Action.
Oh, jetzt kriege ich die Einheit nicht tot. Oh doch, da gibt es noch jede Menge. Formation im Vormarsch. Stecke Schaden ein. Da gibt es noch was. Ausgeschaltet. Ich lasse extra den Gut dort unten nicht, dass hier sich hier alles vernichte. Komm, tötet mich. Tötet mich, ihr wollt's doch. Du darfst nichts mehr produzieren. Das ist kontraproduktiv. Für mein Ziel. Oh, 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 oh. Oh, da kommt viel an. Da werde ich meine Truppe verlieren. Da bin ich mir sicher. Aber ich nehme noch einiges mit. Vielleicht gewinne ich auch. Nee, ich bin jetzt in den Schleim rein. Das sieht man gar nicht, wo die hinschießen, weil die hinterlassen dann so eine Fläche, wo ich Schaden kriege für eine kurze Zeit. Das ist immer das... Das ist eigentlich das wirklich Gefährliche. Dieser Damage over time. Hallo, meine Freunde. Tötet mich, tötet mich. Ach, jetzt braucht ihr mich gar nicht mehr töten. Na komm, wir gehen jetzt mal durch, um zu schauen. Um zu schauen. Und wenn ihr was dabei zerstört, soll mir recht sein. Da ist noch ein Gu. Ist aber ziemlich geleert. Da ist ein großer Gu. Das scheint der Mutter-Gu zu sein oder so. Oh ne. Das ist schon wieder so ein Proto-Reiniger. Kampfsysteme aktiviert. Der sich nicht wehrt. Zerstören Sie alle Mutter-Gu-Einheiten und zu verhindern, dass sich diese Bedrohung weiter ausbreitet. Kommen Sie schon unterwegs. Ich ziehe mich zurück. Das machen wir, wenn dann, mit dem Wächter. Hoffentlich macht die Beta nicht den Platz. Jawohl. Lauf mit deinen Einheiten in den Gu rein. Einfach drüber laufen, schleimen. Das ist jetzt einfach bloß Zeit schinden, damit ich den Alpha sehen kann. Ich kenne ihn ja schon, aber ihr kennt ihn noch nicht. Das finde ich jetzt echt tragisch, dass die Beta schon so mächtig sind. Hab jetzt echt gedacht, ich muss die stärker verteidigen, aber gut, ich finde es eigentlich auch positiv, wenn mein Mitspieler was kann. Müssen bloß diese Schleimbeutel aufpassen, dass sie hier nicht... nicht draufgehen. Dass die Beta... die Beta laufen da anscheinend vorbei. Einfach drüber walzen. Das können wir bald auch. Wer wegrennt vor den Kommandos, scheinbar. Oh, dort unten sind wieder einige. Sollen sie ruhig machen. Sollen sie sich dort unten verschanzen. Die sollen hier ein bisschen was produzieren, damit wir mit dem Alpha wegen Action zeigen können, nicht wahr? So. Alle, die das sehen wollen, 2 Minuten vorspulen. Weil hier wird nicht viel passieren in der Zwischenzeit. Sense bereit. Könnte ein bisschen Goose töten. Andererseits, wenn ich das mache... Das machen wir alles, wenn es soweit ist. Ah ja, jetzt kann ich ja wieder die Produktion anmachen. Was ich gut finde, gegen das Goose zu kämpfen, da braucht man keine Belagerer. Die haben keine Türme, die haben keine Gebäude. Nur Einheiten reichen da. Einheit in Produktion. Komm schon. Ja, schaut euch an, wie er zusammengesetzt wird. Da so ein komischer Kasper. Der ist da in der Masse drin und macht irgendwelche Dance-Moves zu dieser geilen Musik. Schaut ihn euch an. Der tanzt da voll ab zu dieser Musik. Einheit bereit. So setzt sich der Alpha mit der Zeit zusammen. Einheit bereit. Theoretisch kann man 2 Epics pro Map haben, weil eine Epic kostet 70
Bevölkerung. Also 140 ist möglich. Hatten wir ja in der letzten Mission der Beta. Da hatten wir die zwei großen Hand von Rux. Hier könnte man theoretisch... Das Schöne ist auch, die Hand von Rux hat sich ja aus den ganzen Gebäuden zusammengesetzt. Dieser wird hier einfach produziert. Also wenn er fertig ist, kann ich da ruhig wieder weiter produzieren. Die werden nicht ersetzt durch den... Oh, schaut euch das an. Er hebt sich langsam. Langsam, aber sicher erhebt er sich. Er kriegt Beine. Das erinnert mich fast an, wie heißt der Anime? Mit den Riesen nochmal. Irgendwas Kishin oder so. Ich kann mir den Namen nie merken. Der Alpha ist online. Yes. Bringen wir es hinter uns. Time to Metzel. Begebe mich dorthin. Ach, der ist so lahm. Unterwegs. Aber ja, der kann jetzt alles erledigen. Und wenn nicht der, dann die. Alpha bereit. Bereit für Angriff. Schon unterwegs. Sofort. Wir könnten auch die andere Bonusmission noch schaffen. Ja, wobei, die ist jetzt kein Problem mehr sogar. Nee. Nur wenn es auf dem Weg liegt. Tja, Manko ist halt, dass er jetzt lahm ist. Was ist... Wieso hat er... Enttarnt. Ja gut, dass er sich tarnen kann, wüsste ich nicht. Außer mit externer Hilfe. So, Peter, wie sieht's aus? Finaler Schlag. Ich hab einen Alpha. Habt ihr eine Hand von Rux gebaut? Komm, baut... Boah, die haben eine Armee. Ja, die hätten keine Probleme. Ah, okay, die haben Ressourcenprobleme. Aber die habe ich auch. Nein. Warte mal. Die haben Ressourcenprobleme und ich habe Überschuss. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich habe maximale Bevölkerung. Und eine Epik. Die hält nicht so viel aus wie die Hand von Rux. Ich glaube, die Hand von Rux hat 4.000 oder 5.000 ausgehalten. Dafür braucht man da auch keine extra Einheiten rein. Sie hat einen AOE-Schaden von 200, Durchdringung 10, Feuerrate 7. Das ist langsam. Umso niedriger, umso besser, glaube ich. AOE-Umkreis, AOE-Schaden, Reichweite. Ändere alles Plan. Wunderschön. Gladius online. Na, lass mal dich erstmal bereit vorgehen. Zum Losschlagen. Die Gladien können dann einfach so rumlaufen. Gladius bereit. Unterwegs. Wir hoffen jetzt einfach mal, da ist jemand. Damit wir seine Power sehen. Komm, Gu. Empfangen. Hallo. Nein, da ist kein Gu. Doch. Jawohl! Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss! I'm charging my laser! Halt, warte mal, das war aber nicht gut. Koordinaten empfangen. Jetzt reicht's. Er schießt halt so einen Laserstrahl. Von ihm aus zum Gegner. Führe Angriff aus. Unterwegs. Am Boden. Zellen aufgeladen. So, wir werden jetzt uns... Ah, dort oben ist was. In Alarmbereitschaft. Da oben sehe ich gerade ein Gu. Kommen zusammen. Leiste alle Hilfe. Waffen feuern. Leiste Unterstützung. Rohre ausgerichtet. Ich könnte... Ah, ich habe keinen Platz. Ja, begebe mich dorthin. Geschafft. Nur weiter. Ressourcenfeld erschöpft. Ich wollte sagen, ich könnte ja locker... Aufklärer bauen, aber das wohin kann ich soll nicht. Ich gehen? Verstanden. Erwarte Instruktionen. Einfach mal zum Angriff. Überall hin. Trinity-Zellen stabil. Trinity-Zellen. Ey, wo ist das Gu hin? Authentifiziert. Okay, ich brauche doch meine Flieger. Einfach um zu sehen. Ich brauche eine bessere Sicht. Sonst wird das hier alles so hässlich. Übernehme die Führung. Biete Deckung. Einheit wird angegriffen. Wo ist denn der Schleim jetzt hin? Information. Luftunterstützung wiederhergestellt. Wir haben lange genug gewartet. Nein! Einheit in Produktion. Eroberung.
Einheit wird angegriffen. Okay, um den kümmern die sich schon. Standort erreicht. Was? Wo ist er hin? Auf geht's. Ich höre. Übernehme da die ist Spitze. Er. Eile zu Einheit wird angegriffen. Zerstört mal das Gunest, wenn wir schon hier sind. Und du kümmerst dich um das, was dort oben ist. Da ist ja so ein Muttergu, so ein Reiniger. So ein Epik. Einheit bereit. Ausgeschaltet. Der Weg ist frei. Ich betrete das. Was? Schon unterwegs. Ach, wir sind fertig? Shit. Ich wollte gegen den epischen Reiniger noch kämpfen. Aber okay, soll so sein. Mom, verbinde mich mit Singleton. Wir haben das Gu in unserem Bereich zerstört. Der Rest sammelt sich am Terminal an. Wie ist Ihr Status? Ich bin im Kern des Terminals und bereite die Detonation des Katalyst vor. Okay. Halten Sie Ihre Position. Wir formieren uns neu und starten einen neuen Angriff, um Ihnen... Singleton? Hören Sie mich? Detonation wurde eingeleitet. Singleton. Die Sensoren können kein Gu mehr erfassen. Ich brauche Bestätigung. Kontaktieren Sie alle Einheiten und durchkämmen Sie die Gegend. Ich will, dass auch der letzte Tropfen Gu vernichtet ist. Okay. Er hat sich geopfert. War zu erwarten, meine ich mal. Also ich hab schon gedacht, dass es so enden wird. Ja, okay. Die Menschen haben das Gu vernichtet. Mit Hilfe der Beta natürlich. Was nun? Gu gibt's ja nicht mehr. Wie kann es da weitergehen? Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.